Weiter geht's mit Railway Empire auf der Strecke von Berlin nach Brandenburg. Wir bauen hier unsere Signale auf und ich bin ein Freund von Rechtsgleisigkeit, sage ich euch ganz ehrlich. Das können wir aber eigentlich hier vorne, das können wir eigentlich hier vorne nicht machen. Wir brauchen ein Signal auf jeden Fall hier. Eigentlich in beide Richtungen. Also ein Richtungssignal, nicht Stoppsignal. Ist die Frage, in welche Richtung. Ja, wir machen es mal dahin. Und dahin. Und an dem Punkt möchten wir die Rechtsgleisigkeit haben. Das heißt, wir brauchen einmal das Signal. Nein, das war genau falsch rum. Das war genau falsch rum. Der soll hier nämlich nicht reinfahren. So. Zack. Da geht's lang. So. Dann geht's da hinten. Wo haben wir das gebaut? Hier vorne. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Einmal dahin. Dass es hier lang geht. Und hier vorne machen wir wieder. Hier drehen wir das nochmal. Beim Rausfahren soll er dann stoppen. Beziehungsweise eigentlich ja sogar auch beim Reinfahren. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob wir beide Signale setzen können. Nee, ich glaube nicht. Wir lassen das mal so. Okay. Sehr schön. Dann brauchen wir einen Versorgungsturm. Setzen wir einmal in die Mitte. Und dann brauchen wir noch Signale unterwegs. Ich befürchte und glaube, dass unsere Züge nicht so lang sind. Deswegen können wir hier, denke ich mal, gut die Signale hier hinsetzen. Dann, wenn ein Zug hier hält, dann können wir gerne einmal danach noch einen machen. Und auf der Seite dorthin. Dann machen wir dort noch welche. Dort gucken wir, dass das noch passt. Okay, der Abschnitt sollte auch passen. Wenn wir später mehr Züge brauchen, dann können wir das auch ein bisschen noch zusammenschieben. Dann können wir das noch ein bisschen optimieren. Ich denke, für das erste Streckchen oder für das erste Zügchen sollte das hinreichen, der von Berlin nach Brandenburg fährt. Wunderbar. Deswegen setze ich die immer in Bahnhofsnähe. Ja, genau. Versorgungsturm Streckenmitte hat den Nachteil, dass er aus voller Fahrt bremsen muss. Ja, das stimmt natürlich. Da hast du recht. Einen wunderschönen guten Abend, Elrond. Schön, dass du da bist. Ja, das, okay. Da hast du, ja, das ist ein sehr überzeugendes Argument. Absolut. Ja, das ist ein sehr überzeugendes Argument. Gerade bei unserer unglaublichen Geschwindigkeit von sagenhaften 22 km/h. Yay! Das ist ein leider ein sehr gutes Argument. Gott sei Dank. So, wir setzen hier die Signale. Übrigens, ich bin mal gespannt, wie die Signale dort hinten funktionieren. Ich bin ja, was Signale angeht, jetzt verwöhnt von Workers and Resources, dass man das Ganze sehr sehr detailliert steuern kann mit Präsignalen. Das gibt es ja hier in meines Wissens nicht. Hier gibt es einfach nur Signal. Da bin ich mal gespannt, wie es funktioniert. So. Ja, ist die Frage. Ich denke, wir stellen den in Berlin hin. Hier vorne. Jetzt ist die Frage, ob wir den hier hinstellen. Dahin. Nee, das macht keinen Sinn. Da könnten wir ihn hinstellen. Und dann reißen wir das Signal ab und setzen das Signal auf die Seite. So, wunderbar. Das sollte hoffentlich funktionieren. Und dann werden wir jetzt ein weiteres Zügchen kaufen, unsere Rocket.
Und danach sollten wir das Ganze mal ein bisschen, okay, Reisen haben wir nicht. Und danach sollten wir das Ganze echt mal ein bisschen laufen lassen, dass wir ein bisschen Geld verdienen und uns mal die Aufgaben angucken. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Okay, also eine neue Zugstrecke bitte. Beziehungsweise wir müssen einen Zug kaufen. Das ist eigentlich nicht so kompliziert. Da gibt es nur eine einzige. Und wir fahren von Berlin nach Brandenburg. Das wird bitte nur Passagiere und Post werden. Verbinden Sie München und Nürnberg. Ja, genau. Erster auf. Ja, das wär's. Genau. Wir wollen hier bitte nur Passagiere mitnehmen. Kein Brot. Das können wir danach machen. Mach's gut, King Dicky. Schön, dass du da warst. Ja, passt. Dann können wir eigentlich schon loslegen. Es gibt hier die Möglichkeit noch eine Turbostrecke zu machen. Nein. Dann werden wir das loslegen. Und ich mache gerne bei meinen Zugstrecken. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Dort. Oder war das dort? Ich weiß, ich kann die umbenennen. Zug klonen, Zuglinie einrichten. Ich weiß, ich kann umbenennen. Da. Himmel, Herrgott, das war jetzt eine schwierige Geburt. So, ich mache gerne ein P am Anfang für Personenverkehr. Und das wird einmal ein W wie Warenverkehr. Dann Weizen, na super, falsche Tastatur. Weizen vom Landgut. Weizen nach Berlin. Waren Weizen Berlin. So. Dann ist das ein bisschen einfacher für mich, hinterher wiederzufinden. Dann ist das ein bisschen strukturierter. Zumal diese ganzen Komfortfunktionen. Okay, die sind jetzt alle hinzugekommen. Als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, vor 1,5 Jahren, gab es das alles noch nicht. Und unseren neuen Passagierzug. Och, guckt euch, ist das nicht niedlich? Da wollen wir auf jeden Fall mal mitfahren. Ah, herrlich, ist das hübsch. Mitfahren. Und, ah, guckt euch das an. Da hinten die wunderbaren Teiche von Berlin. Der große Farn steht hier noch. Ach, schön. Zurücklehnen und genießen die erste Fahrt auf dem Weg von Berlin nach Brandenburg. Mit 19 km/h. Yay! Und jetzt wird erstmal getankt. Wird nicht. Ja, der scheint ein bisschen mehr dabei zu haben. Sieht aus wie eine zerhackte Berliner S-Bahn. Wenn wir irgendwann, lieber keksiger Keks, ein wenig technologisch weiter fortgeschritten sind, dann wird es definitiv besser. Dann haben wir schöne Züge, tolle Züge, kräftigere Züge. Gibt es einen Streamplan oder spielst du, worauf du Lust hast? Ja, es gibt einen Streamplan. Ich veröffentliche. Beziehungsweise ich habe zwei Möglichkeiten. Eins noch nicht eingerichtet. Es wird demnächst bei Twitch und bei YouTube gibt es das schon einen Link geben zum Google-Kalender. Dort findet ihr die aktuellen Sachen. Da habe ich aber die nächste Woche noch nicht eingetragen. Was aktuell ist, es gibt ein Google-Dokument. Da findet ihr den Link auch. Das nennt sich aktuelle Projekte und da findet ihr immer einen Streamplan, was gestreamt wird. Sonntags ist es grundsätzlich ab jetzt Railway Empire und Workers and Resources im Wechsel, weil Ostriff ausgelaufen ist. Und die restlichen Spiele ist tatsächlich, je nachdem, worauf ich so ein bisschen Lust habe, aber sonntags der Termin ist immer fest. Und wie gesagt, da gibt es einen Termin unten. Bei YouTube gibt es das im Terminplan. Gibt es ein Skandinavien-DLC? Ich glaube ja. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich meine, es gibt ein Skandinavien-DLC, ja. Ich weiß gar nicht, ob das in der Complete Edition dabei ist. Ich meine ja. Da sind wir angekommen. Ach, sehr schön. Eröffnung der L&M Railway. Liverpool und Manchester unter Dampf. Der Skepsis und Ablehnung einiger Anwohner zum Trotz geht heute die Liverpool-Manchester Railway in Betrieb. Auf ihrer durchweg zweigleisigen Strecke. Moment, junger Mann.
kommen ausschließlich Dampflokomotiven zum Einsatz. Man verspricht sich eine große Entlastung des Transportaufkommens der Wasserwege und hofft darauf, die Industriemonopole Manchester kostengünstigen mit Rohstoffen aus dem Hafen von Liverpool versorgen zu können. Und durchquert die USA. Roger Winters bereist beruflich die Westküste. Na gut, Preisboxkampf, der Kürbis wächst im Baum. Ah, na, wer hat das noch nicht gehabt? Ein Kürbis, der am Baum wächst. Okay. Alles klar. Sehr schön. Na, daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Es gibt Spiele, da kann ich mit Escape nicht aus einem aktuellen View rausgehen. Sehr schön. Und die Personen machen ein bisschen Verlust, aber ich denke, das wird sich bei Zeit noch regulieren. Wir können irgendwann die Preise vielleicht noch ein bisschen anpassen, aber das sehen wir noch. Okay, jetzt werden wir Brandenburg aber erstmal mit Weizen versorgen. Und dazu müssen wir unsere erste Brücke bauen, denn Brandenburg bekommt... Jetzt haben wir eine... Oh, wir haben eine Forschung verfügbar, ihr Lieben. Jetzt müssen wir nochmal in die Pause gehen. Genau, ich meine doch, es gibt nämlich Northern Europe. Jetzt muss ich das hier nochmal nachgucken. Wenn ich es finde, zeige ich es euch. Ich meine, es gibt nämlich Northern Europe dabei. Einen Moment. Ich guck mal. Da, genau. Zack. Northern Europe. Durchquere ein neues Gebiet. Das gibt's. Und mit dem DLC ist ebenfalls auch das Schneeaufkommen dazugekommen. Das macht im Winter eure Züge ein bisschen langsamer. Das finde ich übrigens auch eine sehr coole Sache. Das habe ich hier auch aktiviert. Da bin ich mal gespannt. So. Interessanterweise hat Northern Europe Steam nur mittelmäßige Bewertung. Ja, Steam, also die Bewertung bei Steam, ja, weiß ich nicht. Ich nehme sie manchmal, wenn ich ehrlich bin, nicht so ernst. Man sieht es bei Imperator Rom. Ein Spiel, was abgekündigt wurde aus Gründen, die ich verstehen kann. Ob es für gut heiße, ist eine andere Sache. Und die Leute bewerten es schlecht, einfach nur, weil es nicht mal weiterentwickelt wird. Damit machen sie es nicht besser. So. Aber jetzt bauen wir erstmal an unserer Zugstrecke weiter. Und wir gucken mal in die Forschung. Wir haben nämlich mittlerweile 126 Punkte. Oh yeah. Wir könnten Knallkapseln entbauen. Bringt zusätzliche Sicherheit für nachfolgende Züge. Ja. Ich würde aber wahrscheinlich erst sparen. Und dann in Richtung der Adler gehen. Das war der erste deutsche Zug, der richtig gebaut wurde. Ich meine, die Rocket wurde nur zugekauft. Und die Adler war die erste auf deutschem Boden. Ich meine, die wurde auch in deutschen Werkshallen gebaut. Genau, wir sparen noch ein bisschen, ein paar Monate, dass wir das bekommen. Dann lassen wir weiterlaufen. Wir verdienen... Na, ich möchte nicht sagen gutes Geld, aber das Geld ist okay. Also, wir gehen in die Aufgabe und jetzt schauen wir mal. 1838. Schließe zwei Städte an dein Streckennetz an. Okay, haben wir gemacht. Setze 16 Züge ein. Das kriegen wir hin. Transportiere 79 Ladungen Holz. Bringe von Berlin nach Zwickau 1624 Passagiere. Das heißt, 16 Züge ist das nächste Ziel. Das kriegen wir hin bis 46. Das sollte durchaus machbar sein. Tipps und Tricks kann ich übrigens auch immer nur empfehlen. Die sind bei den Calypso-Spielen eigentlich immer relativ gut. Ein Erfinder ist dabei. Freie Mitarbeiter, die haben wir drinnen. Gertrud Harsen. Was kann sie denn? Stellt dir Ideen und Erfindungen zur Verfügung und liefert dir auf diese Weise 80. Oh, das wäre natürlich cool. Dann hätten wir den Adler schon. Ah, das wäre... Oh, das ist jetzt natürlich toll.
geben wir für 80 Innovationspunkte 37.000 aus oder lassen wir das bleiben? Dann könnten wir uns direkt liefert auf diese Weise 80 Innovationspunkte. Ich würde sagen, wir machen das. Ja, wir machen das. Du erhältst sofort 80 Innovationspunkte. Ja. So tun wir das. Und dann müssten wir jetzt hier in der Lage sein, uns den Adler freizuschalten. Ja, sehr gut. Bist du dir sicher, dass du diese Entwicklung für 200 Innovationspunkte haben möchtest? Auf jeden Fall. Definitiv. Sehr schön. Wunderbar. Das ist ganz toll. Und jetzt gucken wir mal in den Lokschuppen rein. Und guckt euch das an bei Schnee. Entworfen und gebaut in England ist der Adler die erste kommerziell erfolgreiche Lokomotive auf deutschem Boden. Bis die ersten Lokomotiven deutsche Werkshallen in großer Zahl verlassen, dauert es allerdings noch ein paar Jahre. Eine wunderschöne Lokomotive. Sie wird mit Kohle betrieben. 28 km/h Zugleistung, 16% Beschleunigung. Okay, das ist alles jetzt noch nicht so wichtig, wenn wir keine große Alternative haben. Aber das ist eine... Ach, herrlich. Wunderbar. Eine ganz, ganz, ganz hübsche Lok. Lokomotive ersetzen. Jetzt ist die Frage, ob das... Wir könnten alle ersetzen. Das würde uns immer mehr kosten. Wir machen das. So. Dann haben wir idealerweise jetzt auf unserer Strecke die Adler eingesetzt. Mit 30 km/h. Gleich mal doppelt so schnell. Fast. Also nicht ganz von 22 auf 30 ist nicht ganz doppelt so schnell, aber das passt schon. Knallkapsel. Erhöht die Zuverlässigkeit der Lokomotive um was? Ja. Okay. Also... Also eine Auktion zu fahren ohne Gegenspieler ist zuweilen etwas, weiß ich nicht. Also da sollten wir echt mal überlegen, ob wir das wirklich machen. Wir können eine Auktion ohne Gegenspieler nicht verlieren. Das überlege ich mir nochmal zu dem nächsten Stream, ob ich mir da vielleicht eine Regel auferlege und sage, das machen wir nicht. Da muss ich nochmal gucken. Aber wir haben das ergeben, wir haben das abgegeben. Höchstbietende Nerd von Köpenick. Dann haben wir die jetzt bekommen? Ja, die müssten wir jetzt haben, ne? Genau. Das erhöht die Zuverlässigkeit gleich nochmal 6%. Wunderbar. Okay, nächste Zugstrecke. Das dampft hier fröhlich vor sich hin. Wir müssen eine Brücke bauen und zwar dahin. Jetzt gehen wir mal in Brandenburg rein und schauen mal, wie viele die überhaupt haben wollen aktuell. Bestand in der Stadt, Bedarf pro Monat 1,8. Und die hier unten brauchen halt eine ganze Menge. Das müssen wir aber natürlich auch irgendwann abtransportieren. Aber definitiv brauchen sie erstmal Getreide und irgendwann auch Gemüse. Das ist allerdings noch nicht ganz so interessant. Bist du Unioner? Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich die Frage nicht. Wenn es auf Union Berlin abzieht, den Fußballverein, dann würde ich sagen, nein, ich habe mit Fußball wenig am Hut. Ich bin da... in keinster Weise für irgendeinen Verein, pro Verein. So, also, hier kommt ein Bauernhof hin. Jetzt müssen wir mal überlegen, ob hier noch weitere Bahnhöfe sind. Ansonsten würde ich nämlich gleich einen zweigleisigen bauen. Wir gucken uns mal die Warenströme. Oh, die werden alle drei beliefert. Das ist jetzt eine spannende Situation. Dann könnten wir nämlich hier in diesem Dreieck direkt ein Gleisdreieck bauen. Das ist natürlich spannend. Ich würde sagen, wir bauen hier vorne einen Bahnhof hin, da. Und bauen, das ist knifflig. Ich würde es gerne zukunftssicher bauen. Ich gebe dafür gerne ein bisschen mehr Geld aus, aber... Wir müssten jetzt im Prinzip eine Warenstrecke bauen zwischen Brandenburg und Braunschweig. Und auch hier noch eine Strecke. Jetzt schauen wir mal, was die hier produzieren, die Städte. Ich hoffe hier, der produziert das alles. Okay, das ist auch... Brot.
Will irgendein mal. Hat hier irgendeiner auch mal kein Brot? Ach, guck, Würstchen und Schuhe. Wunderbar. Und er hat einen Bedarf an Brot. Ach, sehr gut. Das heißt, wir könnten nach Bremen liefern. Schwerin hat auch Würstel. Sehr gut. Was gibt's hier? Jede Stadt verfügt über Industrien, in denen höherwertige Waren hergestellt werden. Diese Waren können von anderen Städten nachgefragt werden. Ja, das weiß ich, da arbeiten wir dran. Aber wir wollen erstmal die andere Stadt bearbeiten. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's euch? Ja, genau. Schade, dass es keinen Multiplayer hat. Das kann ich nur wiederholen. Danke, Sugar Daddy. Okay, jetzt ist die Frage, kriegen wir irgendwo unser Brot hin? Hier unten wird es produziert. Ah, das ist, wir haben uns hier echt eine Ecke ausgesucht. Die produziert nur Brot. Hier wird in weiter Entfernung irgendwo ein Brötchen mal gebraucht. Das ist echt ärgerlich. Ich würde tatsächlich sagen, wir bleiben erstmal dabei und gucken, dass wir die Stadt hier auch mit Weizen versorgen. Und dann gehen wir mal in den Bahnhof. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat 2. Genau. Wir bauen auf jeden Fall einen 2er. Einmal in die Ecke. Jetzt zoomen wir nochmal ein bisschen raus. Wir müssen hier rüber und dann da reinspringen. Das heißt, wir können den da hinbauen. Drehen den aber noch ein bisschen. Ah, ich denke, so passt das. So, wir nehmen den rechten, fahren dahin und könnten dann im schlimmsten Fall auch gleich hier weiterfahren, hier an der Seite lang. Das sehen wir dann. Wir könnten nämlich Braunschweig auch gleich beliefern, obwohl das können wir eigentlich auch gleich mitmachen. Ne, wir machen erstmal eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Genau. Je größer die Bahnhöfe, desto schneller sind sie natürlich auch, klar. Okay, good afternoon. Hallo Wolfgang Deutsch, schön, dass du da bist. Und greeting back to Canada. Und hier kommt jetzt... Interessanter Name, Wolfgang Deutsch. Okay. Also, da die Strecke. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die idealerweise hier platzieren. 1% Gefälle macht für unseren Adler nicht viel. Aber, das sind 3%. Das ist natürlich nicht so schön. 1%. Jetzt fahren wir hier voll durch dieses Weizenfeld. Oh. Das wird... Okay, das wird spannend. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Und an die Brücke kommen wir nicht... An der Brücke kommen wir nicht vorbei. Da wird es beliebig teuer. Hier kostet es 180. 8. Können wir hier noch was sparen, indem wir das ein bisschen runtersetzen? Ah, dann sind wir bei 3%, aber das sind nur 2000. 12%? Okay, dann löschen wir den wieder. Ja, ich würde sagen, das passt. Wir nehmen das rechte Gleis und lassen hier einen Zug langfahren. Einmal bezahlen bitte. Wunderbar. Dann werden wir uns gleich... Das brauchen wir jetzt nicht. Wir kaufen uns einen neuen Zug, bitte. Und jetzt ist die Frage, Adler oder Rocket? Ich würde sagen, ganz klar Adler. Und wir haben einen Wachmann zur Verfügung. Oh. Nee, den wollen wir natürlich hier nicht reinhaben. Wir könnten... den Wachmann gleich auf unsere Personalstrecke setzen. Das wäre natürlich ganz cool. Jetzt machen wir erstmal die Zuglinie hier zu Ende. Nehmen einmal den hier.
Und er fährt dorthin. Einmal Weizen. Priorisieren. Nicht mit weniger als 4 Waggons, bitte. Und das Gleis ist hier vordefiniert. Nach Brandenburg bitte nur Fracht. Ja, dann würde ich sagen, bestätigen wir das. Und auch mit der Strecke werden wir natürlich einmal mitfahren. Und gucken uns diesen Zug mal an. Hier wird er beladen, die Adler. Ha! Neubraunschweig in Kanada. Hey, welcome. I am living in Old Brunswick in Germany. Okay. Dann auf geht's und die nächste Zugfahrt. Und ich finde das so schön. Ich finde, wir sollten das in jeder Folge machen. Also Folge meine ich, die YouTube-Folge, die ich parallel aufzeichne, dass wir eine Zugfahrt machen. Ach super, ich finde sowas ganz schön, ganz toll. I recognize that. Oh, that's great. Okay, but sorry, the stream is in German, not in English. But I hope you can understand me a little bit. Ach, herrlich. Auf dem Weg nach Brandenburg. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht hier... Okay, komm, ich bleib jetzt hier sitzen. Ich muss mich vielleicht mal festhalten hier an dieser... An diesem Poller hier. Oh Gott. Nicht, dass ich noch runterfalle. Oh, ich habe Hupen vergessen. Nein. Ah, ist das schön. Ich muss sagen, ich habe meine Frau den ganzen Tag schon verrückt gemacht, als ich gesagt habe, ich freue mich so auf heute Abend. Da kann ich endlich Railway Empire spielen. Und da sind wir angekommen. Und das ist der perfekte Moment, um einen kleinen Cut zu machen in der YouTube-Aufzeichnung. Da geht's morgen weiter.